Servus zusammen, heute im Video zu sehen der Lot 40 Dark Oak im direkten Vergleich mit dem Lot 40 Cask Strength Third Release 2020. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist hier auf Whisky Enjoy auf meinem YouTube-Kanal bei der Verkostung von amerikanischem Whisky. Heute habe ich was anderes für euch dabei. Wieder zwei Abfüllungen, wie auch schon im letzten Video, aber es soll im Kern um diese Abfüllung hier gehen. Wir haben heute kanadischen Rye im Video und zwar der Hauptprotagonist, der Lot 40 Dark Oak, offiziell nur in Kanada und zwar in Ontario und British Columbia zu haben. Und als Vergleich dazu, weil ich ihn noch da hatte, möchte ich heute den Lot 40 Cask Strength in der Limited Edition von 2020 heranziehen, um die zwei mit zu vergleichen. Ich blende euch das Video zu dieser Abfüllung hier oben ein. Hatte ich letztes Jahr ein Video gemacht, hat mich tatsächlich nicht so extrem geflasht, wie ich mich noch daran erinnern kann. Ich hatte die Abfüllung davor im Glas, die mir deutlich besser gefallen hat. Der Standard Lot 40 ist natürlich ein toller Rye Whisky zum tollen Preis. Das hat das hier auch ausgemacht. Ich glaube, die Flasche hier hat so zwischen 90 und 100 Euro gekostet, was doch ziemlich happig ist. Und das war er mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht wert. Aber lasst uns zurückkommen zu dieser Abfüllung. Ihr seht, da ist kaum mehr was drin. Warum ist da kaum mehr was drin? Nicht, weil ich es ausgetrunken habe, sondern weil ich an diese Flasche wieder mal über eine Flaschenteilung gekommen bin. So kann ich euch die schöne Flasche zeigen und den Inhalt für euch verkosten. Zumindest in dem Rahmen, dass es für mich auch erschwinglich bleibt. Gut, was für Eckdaten kann ich euch über den Lot 40 Dark Oak sagen? Es vielleicht noch, um den hier nochmal so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Es gab hier, also das hier ist praktisch die dritte Limited Edition vom Cask Strength gewesen. Und letztes Jahr, also im Jahr 2021, gab es dann keine Fourth Edition davon, sondern es gab hier eben den Dark Oak. Die ersten zwei Editions kamen mit einem Altersstatement daher und diese Abfüllung hier kam nicht mehr mit einem Altersstatement daher. Auch diese Abfüllung hier hat kein Altersstatement. Gut. Aber jetzt nochmal genauer zum Lot 40 Dark Oak. Warum heißt er Dark Oak? Er reifte oder grundsätzlich erstmal in frischer amerikanischer Eiche, in einem frischen amerikanischen Eichenfass und lagerte dann nochmal für unbestimmte Zeit in wieder einem frischen amerikanischen Eichenfass, allerdings auf Stufe 4 ausgebrannt, ausgekohlt, Alligator-Style, richtig hart. Da sind richtig verbrannte Kohlestellen in den Fässern drin. Da kommt viel Geschmack, viel Farbe und viele Aromen mit zusätzlich nochmal in die Abfüllungen. So wird es einem zumindest auf der Webseite, wo der Lot 40 angeboten wird, versprochen. Gut. Was kann ich euch noch sagen? Der Lot 40 Dark Oak kommt mit 48 Volumenprozent, entspricht 96 amerikanischen Proof in die Flasche. Zum Vergleich hier vielleicht nochmal ganz schnell, aber ich lese es, glaube ich, eher ab. Der Lot 40 Third Release kam mit einer Alkoholstärke, einer Fassstärke von 57 Volumenprozent daher, was schon einen Unterschied macht, ganz klar. Aber
Genau, ich wollte hier in der Lot 40 Familie bleiben und den Standard Lot 40 habe ich tatsächlich nicht da. Gut, was kann ich euch noch über den Dark Oak sagen? Ganz klar, er wird destilliert von Corby Spirit and Wine Ltd. und zwar auf Potstills. Also wir haben hier kanadischen Potstill Whisky und was hier vielleicht für Kanada nicht so außergewöhnlich ist, was aber insgesamt auch zu sagen ist, ist, wir haben hier bei Lot 40 immer einen 100% Rye Whisky. Absolut. Also nicht nur, da der Rye Whisky genannt wird, wie es in Kanada ja wohl oft mal für alle möglichen Whiskys so benutzt wird, sondern wir haben hier wirklich 100% Rye. Und die Lot 40 Abfüllungen erfreuen sich ja allgemeiner Beliebtheit bei uns Whisky-Freunden, bei uns Freunden des amerikanischen Whisky. Gut, ja genau. Kann ich euch noch was sagen? Ja, weil ich es gelesen habe, möchte ich es auch sagen. Tatsächlich wurde der Lot 40 zum World Whisky Award 2021 als Gewinner gewählt. Sprich, er soll der weltbeste Rye im Jahr 2021 sein. Was man da auf diese Awards geben möchte, sei jedem selbst überlassen. Ich selbst lasse mich grundsätzlich nicht so wahnsinnig davon beeinflussen, aber ist dann doch immer was Schönes, was so zu lesen, macht was her, muss ja fast was Besonderes sein, genau. Vielleicht kannst du mir auch deine Meinung unter dem Video dazu schreiben. Würde mich freuen. Gut, habe ich mir noch was aufgeschrieben? Das war es tatsächlich. Das ist alles, was ich mir hier zum Lot 40 Dark Oak aufgeschrieben habe. Und so wahnsinnig viel mehr gibt es wahrscheinlich auch gar nicht zu sagen. Genau. Zum normalen Lot 40 habe ich übrigens auch schon vor längerer Zeit mal ein Video gemacht, das ich euch auch hier oben einblenden möchte. Jetzt nehme ich nochmal einen ordentlichen Schluck Irlauer Quellwasser. Um die Stimme ein wenig zu ölen. Und jetzt möchte ich nochmal einen ganz kurzen Bruch machen. Vielleicht, ich blende die auch hier oben ein. Mein super mega Herbst-Gewinnspiel 2021 läuft noch. Du kannst noch bis Samstagabend, glaube ich, mitmachen und teilnehmen, gewinnen. Also schau dir das Video, das ich hier oben einblende, an und du kannst immer noch dabei sein und die Auflösung, die Verlosung zu meinem Gewinnspiel werde ich dann in einer Woche machen. Gut, schön. Habe ich das auch noch gesagt? Jawohl. So, wo waren wir? Beim Verkosten der Spirituosen. Gut, ich werde nun mal den Lot 40 Dark Oak im Vergleich zum Cask Strength 3rd Edition 3rd Limited Release mal nosen. Also wir haben hier auf jeden Fall eine sehr schöne und angenehme Karamell-Vanille-Nase, wobei die Nase eher auf der karamelligen Seite ist. Ich hätte mir ein bisschen mehr Holz erwartet. Es sind Holzanklänge da, aber nicht so viel. Was ich natürlich hier auch in der Nase habe, und zwar richtig schön, sind die Roggenmomente. Ich habe hier Roggenbrot und im Besonderen so ein bisschen Roggenteig in der Nase. Er wirkt so ein bisschen, und das erinnert mich tatsächlich stark an den normalen Standard Lot 40, so ein bisschen floral, blumig, weich, süß. Dabei ist er auch so ein bisschen nussig und hat so von der Würze her so leichte Kardamom-Momente. Und wenn ich noch nach einer Frucht suchen möchte, dann bin ich hier beim Lot 40 mehr so auf der mehliger Apfelseite. Vielleicht auch so ganz bisschen aprikosig in der Nase. So, das war's aber. Also so viel mehr, glaube ich,
Kriege ich da nicht raus? Habe ich bisher nicht rausgekriegt beim Probieren? Ganz kurz zum Vergleich schauen, was der Lot 40 Cask Strength 2020 Third Release mir so sagt. Du kannst es ja hier oben im Video auch anschauen. Also ich hoffe, ich habe dieselben Eindrücke, wie ich sie auch schon im letzten Jahr hatte. Der ist definitiv ein bisschen eichenlastiger, ein bisschen ruppiger, ein bisschen schmutziger. Da ist so ein bisschen mehr dieses Minzmentholige, das ich bei Lot 40 gerne auf dem Gaumen habe. Da, das habe ich hier schon in der Nase, das ist hier beim Lot 40 Dark Oak tatsächlich nicht da. Der Roggen ist da, dieses Florale ist tatsächlich auch da. Und so ein bisschen, ja, das Florale, das kommt tatsächlich ein bisschen kräftiger sogar hier noch raus. Dafür finde ich hier keine eindeutige Fruchtnote. Aber auch eine angenehme Nase, muss ich sagen. Also im Direkten, ja, der hat so einen schönen Karamellmoment tatsächlich da, den ich hier beim Cask Strength nicht habe. Übrigens, Alkohol, ich kann ihn hier in der Nase nicht bekommen. In der Nase sehr schön eingebunden. Gut, lasst mich zum Verkosten der zwei Abfüllungen hier kommen. Lasst mich schauen, was ich für euch hier so auf dem Gaumen finden kann. Cheers! Schön weich, cremig, butterig. Gleich wieder Karamell und ganz klare Honigaromen, die für mich jetzt hier da sind. Und dann kriegt er einen kurzen, aber doch sehr kräftigen, würzigen Moment. Und der kommt für mich ganz klar aus der doppelten Fassbelegung hier. Das ist so eine etwas pfeffrige Fasswürze, die für mich hier da ist, die auch so ein bisschen nach Kohle vielleicht, also so, ja, dieses Ausgebrannte vom Fass. Ich meine, das hier schmecken zu können, das ist schön, das bringt so einen schönen dunkelschokoladigen Moment mit ins Glas, in dieses Potpourri da. Dann ist er tatsächlich hier auch fruchtig. Ich habe hier Aprikose, Nektarine, Pfirsich, also so dieses etwas helle Steinobst da. Ja, das ist gut. Die Nase hat mich vielleicht nicht so ganz überzeugt, bis auf diesen wirklich sehr schönen Karamellmoment. Also es geht schon in Richtung von Fudge. Also ja, toll. Aber auf dem Gaumen gefällt mir hier der Lot 40 Dark Oak doch wirklich sehr, sehr gut. Und dann ein kleiner Schluck Wasser zwischendurch. Und dann schauen wir mal, was so der Lot 40 Cask Strength Third Release so im Vergleich kann. Hat natürlich auch deutlich mehr Alkohol. Ja, der ist also vom Grundcharakter her erstmal sehr ähnlich. Am Anfang ein schöner, vanilliger, cremiger Moment. Dann packt hier auch der Cask Strength diese pfeffrige Würze aus und schwingt dann aber im Vergleich zu dem Dark Oak in einen richtig schönen, fruchtigen Moment, in einen schönen, spritzigen Apfel, zusammengemischt mit einer schönen, reifen, frischen Orange. Also der hier ist definitiv auf der fruchtigeren Seite. Hier sind etwas mehr Schokoladenmomente da, Karamellmomente da. Auch schon auch diese
helle Steinobstfruchtigkeit, die ich gerade beschrieben habe. Ganz schwierig, wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, welche der Abfüllungen ich lieber mag. Ich möchte hier den Dark Oak noch ein zweites Mal probieren. So von der Viskosität sind beide ja nicht so extrem im Abgang, im Nachgang muss ich sagen, eher so mittel. Also beide, um es gesagt zu haben, nicht so wirklich ein langer Nachgang. Ich habe da schon noch was im Mund auf dem Gaumen liegen, ganz klar, aber eher so mittel, würde ich jetzt gerade sagen. Aber schauen wir mal nochmal. Jetzt kommt hier zu dieser Karamellnote so eine butterig-minzige Note. Jetzt, wo sich mein Gaumen so ein bisschen an den Alkohol gewöhnt hat, kommen diese Aromen mehr raus, da kommen diese Roggenmomente mehr raus. Sehr schön. Und da muss ich fast sagen, gefällt mir, glaube ich, muss ich es eindeutig sagen, der Lot 40 Dark Oak gefällt mir ein gutes Stück besser wie der Lot 40 Cask Strength Third Release. Ja, ist definitiv so. Leider ist er bei uns hier offiziell nicht so wirklich zu haben, aber egal, ich habe mir vorgenommen, euch auch einfach mal so, wie schon letzte Woche, Whiskys vorzustellen, die es einfach gibt, die einen neugierig machen auf das, was es gibt. Nicht nur das, was man so im Supermarkt finden kann. Wenn man sich mehr interessiert, wie ich jetzt, dann schafft man es auch manchmal über Umwegen, an solche Abfüllungen zu kommen. Ja, so, ich kann mich noch erinnern, hier zum Beispiel bin ich dran gekommen über Whisky Jason. Und ja, das hier war eine Flaschenteilung vom Little Book. Genau, sehr schön. Danke an dieser Stelle, an alle beide natürlich. Ja, wunderbar, dass man solche Tropfen auch bekommen kann. Heute in der Verkostung der Dark Oak Platz 1 und der Cask Strength Third Release Lot 40 beide. Zweiter Platz, genau. Aber beide schöne, solide, mehr als solide Canadian Rye Whiskys, würde ich sagen. Gut, ich glaube, nun habe ich alles für heute gesagt. Ich möchte es nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich war wieder mit richtig viel Spaß bei der Sache dabei. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wie ich letztens mitbekommen habe, kann man einen Daumen nach unten gar nicht mehr so wirklich auf YouTube geben. Die haben es abgeschafft, finde ich fast schade. Unter meinen letzten Videos hat sich doch dann immer wieder mal ein, zwei oder drei Daumen nach unten gefunden. Und wie immer keine Kommentare dazu, die diesen Daumen nach unten ausgedrückt haben. Sollte dir mein Video nicht gefallen und du mir einen Daumen nach unten gibst, dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir auch einen Kommentar aus dem Grund dazu hinterlässt. Dann kann ich nämlich daran arbeiten, es vielleicht besser zu machen. Wäre eine schöne Sache. Ich finde es tatsächlich schade, dass diese Daumen nach unten Funktion abgeschafft wurde. Aber das nur so am Rand. Gut, schön. Ja, nochmal kurze Erinnerung. Macht noch auf die Schnelle bei dem Gewinnspiel Herbst, Mega Herbst Gewinnspiel 2021 hier auf Whisky Enjoy mit. Du kannst auch einfach auf meinem Kanal klicken, da erscheint das Video sicherlich ganz früh und anklicken, mitmachen, Kommentar hinterlassen. Alles, was du machen musst, steht beim Video mit dabei. Sehr schön. Gut, lasst mich zum Ende kommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!